Heute geht es um das Thema Sport, Gesundheit. Ja, wir haben über 32% laut einer Studie 2019 übergewichtige Menschen in Österreich. Und das Traurige dabei ist, auch über 30% Kinder, so also ab der dritten Klasse, sind mittlerweile übergewichtig. Meine Meinung ist, man sollte mehr den Sport fördern, auch in den Schulen. Ich stehe hier gerade vor einer Schule mit einem ganz neuen Sportplatz. Leider ist da niemand. Es ist jetzt 14 Uhr. Okay, hängt mit dem Stundenplan zusammen wahrscheinlich. Mehr Sport in den Schulen, nicht die Stunden als erstes ausfallen lassen. Mehr Sensibilisierung für Sport und Ernährung für unsere Kinder, aber auch bei uns Erwachsenen. Ich habe das selbst gemerkt vor ein paar Jahren, habe ziemlich viel abgespeckt, habe meine schon im jungen Alter eigentlich müden Knochen wieder in Bewegung gebracht und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Und schlussendlich, unser Gesundheitssystem kostet eine Menge Geld. Was sagt ihr dazu? Muss man das mehr fördern in den Schulen? Meine Tochter ist jetzt in der ersten Oberstufe in einer sozialpädagogischen Lehranstalt und hat in der Woche eine Doppelstunde Turnen oder Sport. Ja, schauen wir mal, was da so kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 11. Oktober, Vorzugsstimme in der Donaustadt, Listenplatz 8, Alexander Angerer. Danke euch.